Extra Herz, das Studentenmagazin. Unser Thema heute: Musikvermittlung. Musikvermittlung soll besonders Kindern klassische Musik näher bringen. Unter dem Schlagwort Education wird auf dem Gebiet seit mehreren Jahren viel getan. Fast jedes Konzert-, Opern- oder Festspielhaus hat heutzutage eine eigene Abteilung für Education. Doch wie sich der Bereich in den vergangenen Jahren entwickelt hat und welche neuen Formen der Musikvermittlung kommen, diesen Fragen ist unsere Reporterin Marlina Standke nachgegangen. Das ist Valentin. Er ist gerade ein halbes Jahr alt und mein Neffe. Da ich selbst mit viel klassischer Musik aufgewachsen bin, möchte ich auch Valentin dafür begeistern und begebe mich auf die Suche nach der idealen Musikvermittlung. Die Anton Bruckner Privatuniversität in Linz. Um mehr über Musikvermittlung zu erfahren, fahre ich an dieses renommierte Institut. Konstanze Wimmer leitet in Linz den Lehrgang Musikvermittlung. Musikvermittler haben bei ihrer Arbeit eine große Schwierigkeit zu bewältigen. Wir sind ganz, ganz stark alle sozialisiert mit klassischer Musik. Wir sind von Kindertagen auf in diese Musik eingetaucht und nehmen sie als etwas ganz Natürliches wahr. Und wenn wir Musik vermitteln für ein sehr, sehr vielschichtiges Publikum, also da sind Leute dabei, die vielleicht genauso sozialisiert sind wie wir, sich aber in der Musikrichtung, die wir gerade vermitteln wollen, nicht so gut auskennen. Oder es sind eben wirklich welche, die eher sehr laienhaft an diese Musik herangehen. Uns in die hineinzuversetzen, ist gar nicht leicht. Auch die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz versucht Laien an klassische Musik heranzuführen, mit Kinderkonzerten. Das heutige Konzert in Ludwigshafen findet unter dem Motto Märchen, Mythen und Helden statt. Dirigent und Entwickler des Konzerts ist Markus Huber. Also ich habe für mich die Berufsbezeichnung in diesem Genre als Stand-up-Dirigent kreiert. Das heißt also so diese Mischung aus Moderation, Humor, Erklärung, ein bisschen Wissenschaftlichkeit, aber nicht zu viel. Baritonsänger Hans Gröning ist Solist des Konzerts. Er tritt an diesem Morgen in verschiedenen Rollen auf, hier als Barbier von Sevilla. Mit seinem sehr lustigen und unterhaltsamen Spiel begeistert er die Kinder. Wiedererkennung ist für alle natürlich immer ein Trumpf. Und auch den Barbier, diese Melodie in jeder dritten Werbung verbraten, hat man schon mal gehört. Und Figaro, 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 also das kennt man ja auch irgendwoher, auch wenn man nicht weiß, woher. Das hilft auch. Aber ich glaube, also vielleicht ketzerisch zu sagen, es ist total legitim, bei einem Kinderkonzert die Kinder auch mit solchen, ich sag mal, Tricks abzuholen und ein bisschen Bühnenzauber mitzumachen. Doch auch wenn die Kinder beim Konzert vollkommen dabei sind, wichtig ist auch eine intensive Vor- und Nachbereitung des Konzerts. Nur so kann klassische Musik wirklich erfolgreich und langfristig vermittelt werden. Und nur so versteht auch Valentin sie. Ein Event kann nie nachhaltig sein. Ein Konzertbesuch ist ein Konzertbesuch und er kann zufällig so prägend sein, dass er das ganze Leben nachwirkt. Ich denke mir, das, worum es ja eigentlich dahinter geht, ist, dass Musik eine symbolische Ausdrucksform ist für Bedeutungen, die uns eben wichtig sind oder für Themen, die uns wichtig sind, für Gefühle, die uns wichtig sind. Und die eben zu verknüpfen mit dieser Musik, ist etwas, was es automatisch nachhaltig macht. Musikvermittlung ist erfolgreich, wenn sie im Alltag stattfindet. Wenn Valentin mit dem Papa auf die Klaviertasten hauen kann, dann ist Musik auch nichts Elitäres, sondern gehört einfach dazu. Mitmachen ist quasi das A und O. Ich fahre nach Baden-Baden, denn hier gibt es eine Musikwelt, bei der Mitmachen wirklich an erster Stelle steht. Die unglaubliche Kindermusikwelt Tokarion. Musikvermittlerin Cornelia Stank hat das Tokarion mitentwickelt. Das Tokarion ist kein Museum, sondern wir sind eine interaktive Musikwelt. Bei uns darf man alles anfassen.
und ausprobieren natürlich. Und ganz besonders wichtig war uns diese persönliche Betreuung durch einfach musikbegeisterte Menschen, die hier die Kinder wirklich für Musik auch weiter begeistern können. Und natürlich dann neben den ganzen virtuellen Spielen, die wir hier haben, auch die wirklichen echten Instrumente, die man anfassen und ausprobieren kann. Viele Kinder haben diese Musikwelt schon entdeckt. Heute bin nicht nur ich nach Baden-Baden gereist, sondern auch eine Schulklasse aus Seebach zu einer zweistündigen Führung. Die wird von einer sogenannten Lotsin geleitet, heute von Katharina Reinhardt. Also für mich ist es auch ein Glück, dass ich einfach das, was ich damals selber erfahren habe von anderen Erwachsenen, dass ich das jetzt weitergeben darf. Also dass ich das total toll finde, dass man da aufgeht drin, dass man da in dem Moment, wenn man Musik macht, einfach mal auch alles vergisst. Ne, alles, was man heute so am Tag hatte, und dass man das als Kind schon lernt, dass es Orte gibt, wo man sowas machen kann und wo man sich zusammenfinden kann. Es gibt 3 Themenbereiche: Gesang und Stimme, Rhythmus und Tanz und Musikinstrumente und Orchester. Alles kommt bei den Kindern richtig gut an. Klavier und und noch der Kopf. Höre, wo ich reinspreche durfte. Dass man so viel ausprobieren durfte und weil es einfach schön ist. Also ich bin ganz sicher, dass alle Formen, die Kinder und Jugendliche ganz unmittelbar involvieren in das Geschehen Musik, auf einem sehr, sehr niederschwelligen Niveau dazu führen, dass ein erster Kontakt geknüpft werden kann zur Musik. Und wenn ich eben eine ganz leichte Art und Weise habe, um ein Musikinstrument zum Klingen zu bringen und es klingt interessant und ich bin der Verursacher dessen, dann ist das vielleicht so ein erster magischer Moment, der mich fesselt und der mich dranhält an der ganzen Geschichte. So eine Musikwelt bietet auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, Kinder mit klassischer Musik auf ganz verschiedene Weise in Kontakt zu bringen. Zum Beispiel auch durch multimediale Elemente. Ein neues multimediales Format wird an meinem Studienort am Institut für Musikjournalismus in Karlsruhe entwickelt. Studierende erstellen dabei 3 Konzepte für die Website eines großen Orchesters. Also ich spiele sehr gerne sowas Zigeunermäßiges. Also wo man nicht so perfekt sauber spielen muss, sondern wo man auch so ein bisschen auf der Geige rumquietschen darf und wo das halt extra dafür da ist. Abgefahrenste, was ich mit meinem Instrument machen kann. Stimmt, wir erstmal gucken, dass wir überhaupt einen Ton rauskriegen. Sehr gut. Ja, nochmal bitte, das war noch nicht ganz richtig. Eine Vermittlung übers Internet bietet gerade durch den äußerst einfachen Zugang eine große Chance, sehr viele Menschen zu erreichen. Für Institutsleiter Jürgen Christ ist diese Vermittlung ein klares Erfolgskonzept. Ich bin der Meinung, dass die Medien und vor allem eben auch die neuen Medien wie Internet und Online-Möglichkeiten, dass die erheblich dazu beitragen können, die Musik künftig zu vermitteln. Wenn wir grundsätzlich davon ausgehen, dass klassische Musik etwas ist, was weiter bestehen soll, ein kulturelles Gut ist, das uns so wichtig ist, dass das möglichst auch in der Zukunft von ganz vielen Leuten wahrgenommen werden soll, dann ist es unser aller Pflicht, Kinder und Jugendliche an diese Musik heranzuführen. Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Musikvermittlung sind gegeben. Jetzt liegt es an uns, die klassische Musik mit den vielseitigen Möglichkeiten im Leben der Kinder zu verankern. Wohin die Reise für Valentin geht, weiß er wohl selbst noch nicht. Aber ihm stehen auf jeden Fall alle Wege offen.